Artikelnummer SCP-233. Objektklasse Keter. Sonderverwahrungsverfahren. SCP-233 ist in einem mit Vanadium ausgekleideten Kubus mit den Maßen 23x23x23 aufzubewahren. Die Maßeinheit selbst spielt dabei keine Rolle. Um das Objekt herum ist eine Sicherheitszone mit einem Radius von 23 Metern einzurichten. D-Klasse-Personal, welches älter oder jünger als 23 Jahre ist, ist der Aufenthalt in dieser Zone nicht gestattet. Um optimale Ergebnisse zu erzielen, sollte D-Klasse-Personal eingesetzt werden, dessen Geburtstag auf den 23. eines Monats fällt. In der Verwahrkammer dürfen nur Spezialschusswaffen mit einem 0,2323 Kaliber eingesetzt werden. Schichtwechsel finden immer 23 Minuten nach der vollen Stunde statt, wobei der letzte Schichtwechsel um genau 23.23 Uhr Greenwich-Zeit erfolgen muss. Unter keinen Umständen darf redigiert Millimeter Munition, D-Klasse-Personal, das im Monat redigiert oder am redigiert oder redigiert 20. eines Monats geboren wurde oder ein Objekt mit redigiert Seiten in die 23 Meter Sicherheitszone gebracht werden. Personal ist dazu angehalten, redigiert Minuten nach der vollen Stunde, insbesondere um redigiert Uhr, besondere Vorsicht walten zu lassen, da dies der Zeitraum ist, in dem das Objekt am aktivsten ist. Um beste Ergebnisse zu erzielen, sollte die 23 Meter Sicherheitszone während dieser Zeitspanne von allem Personal gemieden werden. Beschreibung: Bei SCP-233 handelt es sich um ein 23-seitiges Polyeder, wobei jede Fläche gleichzeitig aus einem gleichseitigen Dreieck und einer geraden Linie besteht. Aufgrund der raumzeitlich veränderlichen Beschaffenheit des Objektes kann die genaue physikalische Struktur nicht in dreidimensionaler oder zweidimensionaler Form nachgebildet werden. SCP-233 besitzt die ungewöhnliche Eigenschaft, die Gesetze der Mathematik in seiner Umgebung zu verändern, wodurch Rundungsfehler entstehen, sofern die Rechnungen nicht zur Basis 23 ausgeführt wurden. Mathematische Berechnungen, die mit der Basis 23 durchgeführt werden, haben den Vorteil, dass sie mit der 23-fachen normalen Geschwindigkeit durchgeführt werden können. Aus diesem Grund wurde die Zerstörung des Gegenstands bis zu einer möglichen Integration in Daten gelöscht aufgeschoben. Abgesehen von der Schwierigkeit, binäre Informationen zur Basis 23 zu konvertieren, hat das Gerät seinen Wert für unsere Organisation bereits unter Beweis gestellt. Siehe Bericht 234 redigiert von Dr. Nana redigiert bezüglich ihrer, Zitat, ungewöhnlichen Lösung für die einheitliche Feldtheorie. Leider scheint es, dass SCP-233 eine besonders heftige Reaktion auf Vorkommnisse der Zahl redigiert innerhalb der Sicherheitszone zeigt. Siehe Bericht über den Tod von Dr. Nana redigiert am redigiert. Der chemische Abbau des betroffenen Objektes schreitet dabei rasch voran. Der direkte Kontakt führt zur sofortigen Zerstörung des fraglichen Objekts durch Atomzerfall aller betroffenen Komponenten innerhalb von 0,23 Sekunden. Hinweis: SCP-233 scheint nicht durch die tatsächlichen physikalischen Eigenschaften des fraglichen Objekts in irgendeinem empirischen Sinne aktiviert zu werden, sondern durch die Wahrnehmung von Beobachtern in der Nähe. So ist es beispielsweise sicher, SCP-233 mit einem 2,74 Meter langen Stab zu berühren, solange kein Beobachter innerhalb der Gefahrenzone den Stab als redigiert Fuß lang wahrnimmt. Der Grund dafür ist unbekannt, aber der in der klassischen Quantenphysik aufgezeichnete Beobachtereffekt könnte beteiligt sein. Siehe Bericht 77-Heisenberg. Anhang 233-A. Auf Empfehlung von Dr. Alto Kleff hat das Forschungskomitee eine Petition eingereicht, die Objektdesignation zu SCP-233 abzuändern. Obwohl dies den Artikel außerhalb des Standardnummerierungsschemas platzieren würde, erfordern die mathematischen Eigenschaften von SCP-233, dass bei allen Nummerierungsversuchen zu diesem Projekt höchste Vorsicht geboten ist. Dies wurde während Vorfall redigiert auf dramatische Weise veranschaulicht, bei dem der zufällige Kontakt des Objektes mit einer redigiert Voltbatterie, die für die Stromversorgung eines persönlichen Musikgeräts verwendet wurde, zu einer etwa tausendfachen Erhöhung des Wirkungsbereichs des Objekts auf 232,32 Kilometer, was zum Tod der gesamten Heimmannschaft bei einem nahegelegenen Baseballspiel der AAA-Liga führte, wobei das besagte Spiel zu diesem Zeitpunkt an dem Beginn des redigiert Innings stand
und die Zerstörung aller Computerdateien mit Informationen über die Interaktion von SCP-233 mit der Zahl redigiert zur Folge hatte. Im Interesse der Sicherheit des gesamten Personals ist ein zukünftiger Bezug auf die Zahl redigiert in Verbindung mit SCP-233 unter allen Umständen zu vermeiden. Anhang 233-B. Unter keinen Umständen darf schwangeres Personal in die Sicherheitszone gelassen werden.